Hallo Domi, nach einem spielfreien Wochenende ging es für euch letzte Woche auf dem Betze gegen Eintracht Braunschweig weiter. Es gab das 5. Unentschieden in Folge für euch. Wie bewertest du denn rückblickend das Spiel? Ja, du hast es ja schon angesprochen, 5. Unentschieden. Ich glaube, wir haben es taktisch sehr gut umgesetzt, was der Trainer uns vorgegeben hat. Ich glaube, jeder hat 100% reingehauen. Es war eigentlich ein Spiel, das wir gewinnen müssen. Zumindest gewinnen können. Das hat uns natürlich ein bisschen geärgert zum Schluss, weil wir natürlich bessere Chancen hatten als Braunschweig. Im Nachhinein hätten wir es natürlich gewinnen können. So haben wir sie auf Abstand gehalten. Das war das Minimalziel, aber natürlich wollten wir gewinnen und ich glaube, wir hatten auch definitiv die Chancen dazu. Nicht nur Braunschweig ist so ein Spiel, das man hätte gewinnen können. Die Unentschieden, die waren ja doch dafür, dass man denkt, das ist eher langweilig, spektakulär. In Heidenheim habt ihr in Unterzahl den Punkt erkämpft gegen eine der Top-Mannschaften der Liga. Gegen Magdeburg und Darmstadt im Heimspiel habt ihr nach Rückständen das Spiel sogar gedreht, den Sieg auf dem Fuß gehabt und dann doch eben auch nur unentschieden gespielt. Überwiegt da der Ärger über die liegen gelassenen Punkte oder sieht man das vielleicht auch gerade als in der Rolle des Aufsteigers so, das Glas ist weiter halb voll, weil ihr habt ja immerhin außer Paderborn noch keine Niederlage dazu bekommen. Ich glaube teils, teils. Ich glaube gegen Magdeburg, das waren so zwei Welten. Also erstmal holen wir das komplett auf, drehen die Partie dann für uns. Die Fans sind euphorisch, peitschen uns nach vorne. Das hat sich dann letztendlich schon fast angefühlt wie zwei verlorene Punkte. Da hätten wir natürlich gerne den Dreier dann mitgenommen, gerade gegen den Mitkonkurrenten. Trotzdem müssen wir, glaube ich, nach 2 Tore Rückstand, das hört sich immer so blöd an, aber muss man dann auch mit dem Punkt zufrieden sein, obwohl wir natürlich die 3 schon fast in der Tasche hatten. Heidenheim, denke ich, sind wir völlig zufrieden mit dem Punkt. Selbst mit 11 Mann wussten wir, es wird sehr, sehr schwer in Heidenheim. Da werden sich einige noch die Zähne ausbeißen und wie wir uns da so teuer verkauft haben in Unterzahl. Ich glaube, da hat die Mannschaft gezeigt, was für einen Wille und was für einen Ehrgeiz sie hat und dass wir uns da in alles reingehauen haben. Und Darmstadt ähnlich. Da ist natürlich eine Mannschaft gekommen, die, ich glaube, Erster oder Zweiter war zu dem Zeitpunkt, die auch oben mitspielen werden. Und deswegen, glaube ich, sollte man nicht zu vermessen sein, da auch mal mit einem Punkt zufrieden zu sein. Und in Sandhausen war, glaube ich, das 5. Unentschieden. Ja. Oder das 1. Unentschieden von den... Genau, aber von der Serie. Genau. Sicher eins der. Da waren wir natürlich unzufrieden. Das wollten wir vor gefühlt heimischer Kulisse. Wollten wir das natürlich gewinnen. Hat leider nicht ganz funktioniert. Und trotzdem sind wir, glaube ich, eher positiv gestimmt als negativ. Wir haben jetzt 5 Spiele nicht verloren. Und das sollte uns als Aufsteiger auf jeden Fall auch das nötige Selbstvertrauen geben. Im Hinblick jetzt zum HSV zu fahren. Die, glaube ich, auch 5, 6 Spiele nicht verloren haben. Genau, du sagst, dass der HSV, die sicherlich zu den Top-Aufstiegsfavoriten gehören, wenn nicht sogar der Top-Aufstiegsfavorit sind, die kommen jetzt mit 5 Siegen in Folge. Die haben aber tatsächlich in dieser Saison noch nicht einmal unentschieden gespielt. Wie bewertest du denn den Gegner? Ja, einzeln, also mit den einzelnen Spielern, denke ich, ist es womöglich die beste Mannschaft der 2. Liga. Auch die letzten Jahre waren sie eigentlich immer ein Kandidat für aufzusteigen, haben es dann irgendwie immer zum Schluss dann nochmal liegen lassen. Es ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, offensiv, mega schnelle Spieler mit Jatta, nur um einen zu nennen. Die werden es uns sehr, sehr schwer machen. Trotzdem fahren wir dahin, können, glaube ich, befreit aufspielen als Aufsteiger beim Tabellenführer. Und trotzdem wollen wir ihnen Paroli bieten, wollen ihnen zeigen, was es heißt, beim FCK zu spielen, unsere Tugenden auf den Platz bringen. Und ich glaube, wenn wir das machen, sind wir definitiv auch nicht chancenlos beim HSV. Und wir müssen auch nicht zum HSV fahren oder wir werden nicht zum HSV fahren, um zu sagen, wir holen eh nichts, sondern wir wollen da Punkte holen und bestmöglich sogar 3. Und im Fußball sagt man ja auch so schön, jede Serie reißt ja irgendwann mal. Und wenn 5 Unentschieden 5 Siegen gegenüberstehen, wer weiß, was da passiert, ne? Ja, eine Serie wird höchstwahrscheinlich reißen oder wird reißen, definitiv. Ich hoffe natürlich, dass die Serie für den HSV reißt, dass er jetzt nach 5 Siegen die erste Niederlage oder eventuell einen Unentschieden bekommen durch uns. Und ich glaube, das ist das Ziel, was wir haben, wofür wir nach Hamburg reisen,
Und wie du mir vor dem Gespräch gesagt hast, werden wieder 8000 Leute dabei sein. Genau. Und da freuen wir uns drauf. Genau, diese 8000 Fans, wir rechnen wahrscheinlich sogar mit noch ein paar mehr Fans in Hamburg. Was für ein Pfund ist das denn und wie wichtig in so einem Topspiel am Samstagabend? Ja, ich glaube, das zeigt einfach, was hier im Moment los ist um den Verein, wie euphorisiert die Fans sind. Ja, dass sie uns auch einen Teil auch wieder zurückzahlen wollen, weil wir praktisch auch im Moment solche Leistungen bringen und alles auf den Platz lassen. Und das tun wir natürlich, um den Fans was zurückzugeben, das so ein bisschen geben und nehmen. Und es ist unglaublich, dass von Kaiserslautern 8000 Fans mit zum HSV reisen. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine weitere Anreise gibt in der zweiten Liga. Rostock tatsächlich, okay, Rostock. Oder Kiel, aber Hamburg, ja, zählt zu den weitesten. Aber Hamburg, ja, ist natürlich trotzdem Wahnsinn und ja, das ist unglaublich und wir wollen alles versuchen, um den Fans ein schönes Spiel zu zeigen, um alles reinzuhauen. Wir werden definitiv viele Körner brauchen. Ich glaube aber gerade in den letzten Spielen hat man gesehen, dass wir die haben. Hinten raus sind wir eigentlich immer fit und wir werden alles auf den Platz lassen, um den Fans das auch zurückzuzahlen, die weite Anreise, den Support und hoffentlich können wir dann zusammen einen Dreier oder einen Punkt in Hamburg feiern. Also fassen wir zusammen, Top-Kulisse ist vorprogrammiert, Top-Motivation, das hört man raus. Dann hoffen wir mal auf einen erfolgreichen Samstagabend. Jawohl. Domi, vielen Dank. Danke auch.